Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Diablo 3. Und wieder mal dabei ist das Smoker. Servus. Ein bisschen zum Tempel, ne? Ja. Ja. Okay, gehen wir mal hin, oder? Ja. Ups, falsche Taste. Den Fehler mache ich auch. Wo lang? Wo gehen wir hin? Ja, hier gibt's Gemetzel. Nö, es gibt eigentlich bei allem Metzeln, oder? Ey, der haut ab. Ja, weil er feige ist. Guck mal, wer ist das? So. War's das schon? Stufe 40 bin ich. Jetzt erst? Ja. Okay. Wir laufen falsch, ne? Wir sind in die Richtung. Eigentlich schon, ja. Siehst du den Pfeil vor mir? Ja, ich sehe einen Pfeil. Ich bin ja einfach nachgegangen. Oh, hier ist so schön viel. Nein, die Welt 41. Ist toll, ich bin ja gerade erst 20 Wochen. Hier ist eine Kiste. Gut. Oh, wir sind ja gleich da. Ich hab Handschuhe, die sind aber schlecht. Hast du mal einen Gehkopf haben? Vielleicht willst du ein Ding hier was? Hey, Arschkopf! Geh abhauen! Oh, ich wollte gleich wieder zurück teleportiert, ja. Wieder zurück! So eine feige Ratte. Hast du auch was vor? Ja, ich bin hier unten. Du weißt schon, dass hier ein Boss ist, der von der Kollegen wird. Ja, 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 sein Kumpel. Der gut rumgefängt und so. Ja, ja, dann ja. Bleib doch mal hier. Oh Mann, ey. Bleib doch mal stehen. Ah, weg da! Ah. Liegst du schon wieder? Ja, ich hab ihn reingelegt. Wie beim Mass Effect. Oh. So langsam zur Gewohnheit. Ey, kann nicht jeder. Das wird nicht. Hey,
Jetzt sag mal, ich kenne dich hier und du. Was noch liegt es da? Wo liegt das? Unten? Wo unten? Ratma hat mich gesehen. Ich nehme alles mit, Job, zack. Lagst du doch Gold? Wir müssen zum überfluteten Tempel. Keine Ahnung. Echt? Ja. Nicht genug Essenz. Müssen wir jetzt hier lang? Ja. Ah! Weiß. Abgelegene Hütte, da kommen jetzt gerade ein Gegner raus. Okay. Ich denke mal, da müssen wir jetzt rein. Okay, ich kann rein. Hier ist eine Truhe. Cool. Loot. Nö, klar, und das war's. Sieht nicht so aus. Das war's hier drin. Kann man da Russ. Was denn? Was schlägt dir mal was Sinn? Oh, ich bin doch schon wieder draußen. Ja, selber schuld? Oh. So war es damals nicht. Ups. Wer schnitzt du das Wort? Musst du mal gucken. Alter, was hab ich denn hier überhaupt alles? Ach du Ha. Wieder geht. Das kann ich hier nicht nehmen. Oh, jetzt ist ja schon wieder weg. Der Bengel kann nicht warten. Und? War was Nützliches bei? Ja, etwas. Thank you.
Sind da überflutete Tempel? Ja. Ich meine, hierher sollten wir ja mal. Jetzt haben wir da hier schon wieder fast alles erkundet. Ich denke mal, wir müssen hier rein, ne? Ja. Höhle der Dingens. Da waren wir doch schon. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. In der Höhle waren wir doch in der letzten Folge, da mussten wir dort noch rein. Dann ist das irgendwie. Da haben wir doch noch so gelacht, weil wir eigentlich schon an der Höhle vorbeigelaufen sind. Dann ist das irgendwo anders. H plus wo? Hier ist eine tote Leiche, da hat ein Buch. Warte mal, hier oben, hier zur Klaue noch weiter. Speicherpunkt. Ah, hier. Ihr da. Hier. Bitte helft. Sie versuchen, das Zeug zu töten. Kommst du? Hier ist Zeug. Kommst du? Meine Güte. Jetzt lade ich wieder zurück. Na, hörst du nie das Buch? Ich hatte kein Buch. Nach langem Suchen habe ich eine vielversprechende Fährte gefunden. Eine Familie in der Nähe von Neutristram hat eine wertvolle Reliquie in ihren Besitz gebracht. Und die armen Narren haben nicht die leiseste Ahnung, was sie damit anstellen sollen. Ich hingegen habe bereits eine Ahnung, was die hier vorgelesen haben bei dem Buch? Werde. Und sie ja, die ist gerade durch. Werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst. Von wem sprecht ihr? Sie ist nur eine Bauerntochter, Sascha, mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe her sind. Er hat euch im Stich gelassen. Nun gebt sie schon her! Ich gab mein Wort zu schweigen. Genug. Lasst Sascha gehen und gebt ihr die Reliquie zurück. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Ach, hier ist noch einer. Zwei. Diesmal kommt ihr uns nicht an. Ach, hier ist noch einer. Wait, that's all here. Toll. 42 Minuten. Das ist unmöglich. Das ist noch nicht das Ende. Da wohin? Ja, wir müssen bestimmt hier lang, oder? Ach, hier. Okay. Hier ist die Reliquie, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden. Aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben führen. Felder bestellen und Belger, ich meine, Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider muss ich dafür mit meinem Freund hier fortziehen. Was? Ihr wollt mich begleiten? Ja, ja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Nun weißt du Weg. Moment mal. Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen. Aha! Willst du hier noch umgucken, oder? Sehen wir ja sowieso, wir müssen jetzt mit dem Typen quatschen. Und eure Verlobte? Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lyndon.
Geschichten über Alaric und seinen Tempel sagen, ist nicht gerade ermutigend. Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Nein, es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Ha, also eine weitere Legende. Ihr wollt diesen Tempel betreten, was nur den Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Folgt mir. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Sucht zwei Gräber in diesen Wäldern. Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urahn. Durft man schaffen. Oder was meinst du? Du denkst mal schon, ja. Sind das Alarics, Leute? Schnitzel. Ja, ich war hier unten Skelette noch. Ich war hier unten noch am Kämpfen. Hallo? Mach doch nichts, dann wollen die Gegner auch nicht hin. Sehr cool. Ich noch nicht. Das dauert noch von mir. Mir fehlt Essenz. Ah, hier blinkt was. Ich habe Jahre damit verbracht, Orte wie du. Da haben wir doch schon mal eins. Ich geh mal rein. Diese Kreatur wird sterben. Ich benötige Essenz. Jetzt hier zum Beispiel deine ganzen Skelette mal holen und zwar auf den Gelben schicken. Hab ich doch schon. Oh nein! Schon mal eins. Wenn das hier vorbei ist, können wir ein eigenes kleines Gasthaus eröffnen. Alaric sagt, dass unser Volk die bevorstehende Schlacht überleben kann. Aber ich habe die Wahrheit in seinen Augen ablesen können. Warum hat er mir aufgetragen, das Fanal der Ehre zu bewachen? Diese schlürfenden Ungeheuer schlachten dort die oben Anrufen meine Leute. Die Anrufen von dem toten Beschlossen tun, um es zu verhindern. Ich frage mich, wer diese Soldaten getötet hat. Oh. Wir werden es bald erfahren. Oh, ja. Yeah! Thank you.
Unsere Feinde sind zahllos. Aber wir werden uns nicht kampflos ergeben. Wir müssen 44! Ich bin gerade 43 oben. Tempel vor ihrem Anführer, Dämon Eresa, versteckt werden. Was ist hier schon da? Wir nicht ins Wacken geraten, auch wenn wir bis auf den letzten Mann aufgerieben werden. Mir fehlt Essenz. Oh ja, ist wieder ein Gelber dabei. Das kann ich nicht tun. Warte. So? Ich heb mich auf. Wo ist er hin? Tot? Achso, gut. So, geschafft. Aber ich würde sagen, wir sind schon mal dran am Folgenende. Hm? Würdest du sagen? Ja, sind wir ja eigentlich auch. Also, liebe Leute, das war's mal für heute. Wenn es euch gefallen hat, macht ein Like oder schreibt was in den Kommentaren. Bis denn. Ciao. Tschüss. Es ist eine solch offene und